Zähne sind auch nicht viel schöner. Nervt, wenn's knuspert. Hinten Garage. Übrigens, hast du das eigentlich mitgekriegt? Hier, unser Raum hinten ist. War das mit dir, Jörg, zusammen oder war das jetzt mit euch? Unser Raum hinten. Nee, das war mit dir, ne? Wo der Raum hinten nicht mehr sicher ist. In dem Haus hier. Unser Wandschrank da. Wenn du mit mir reingehst, ist kein Raum mehr sicher. Ich weiß nicht, was du meinst gerade. Aber ich glaube, das war. Wenn du hier reingehst, rechts rum. Dann gehst du ja einmal, wenn du rechts rum gehst, gehst du ja durchs Wohnzimmer, dann so ein kleiner Flur, dann kommst du in so ein Schlafzimmer, dann Badezimmer und da hinten ist so ein Wandschrank. Da ist es nicht mehr sicher. Nee, ich glaube, das war mit mir. Schlafzimmer, Badezimmer, Wandschrank? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Wirst du gleich sehen. Wie heißt die? Dorothy Martinez. Ich glaube, ich erahne schon. Das kannst du übrigens jetzt übrigens auch im Journal sehen noch, ne? Ja, gut. So, ich bin dann mal kurz, AFK, genau, ja. Genau. Ja, genau. Oh, guck mal, eine Mikrowelle. Strom ist ab. Wo ist hier? Ich habe gerade in der Garage EMF gehabt. Das war aber nur ganz kurz und da hat hier was runtergekommen. Ich bin schon da! Also ich weiß nicht wo, aber ich habe ihn hier und ich habe das EMF gehört. Das, hier! Hier ist er. Ja, ist auf in der jeden Ecke. Fall eine orbfreie Zone. Es war auch nur ein EMF 3. So, Kamera steht. Dort. Keine Ahnung, ob der. Das ist der Ort, das ist scheiße, ne? Wird sich zeigen. Woanders hin. Ja, ich meine für die Kamera. Wir haben Dots. Ha. Ohne Scheiß, ich hab die gerade erst auf den Boden gelegt. Hey. Und du fragst dich noch, ist die Stelle hier gut? Der rennt quasi über den Tisch. Über den Tisch? Gut. Da wo die Kamera steht? Ja, der rennt da lang. Musst du gleich mal gucken. So, jetzt stehen wir hier Stunden gucken. Also er ist eben zweimal da lang gelaufen. Also. Sieht man was auf meiner Kamera? Nee, nicht wirklich. Das haben wir ihn bestimmt verpasst in genau dem Moment. Ja, natürlich. Jetzt müssen wir wieder eine halbe Stunde warten. Ja, ja. Diesem Foto, genau. Räucherstäbchen. Na, guck du mal weiter. Ich mach mal hier Fingerabdrücke und so. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Ich geh mal räuchern. Ja, wir jetzt Buch und Finger. Ich dachte, Buch kann es nicht mehr sein. Ich meine Box und Fingerabdruck. Du weißt schon, das andere. Das andere Buch. Das Hörbuch. Das Tonbuch. Foto. So, Räucherstäbchen hat funktioniert. Wunderbar. Mir will er nicht boxen. Wer will das schon? Stehst du noch an, oder?
Nein, nicht. Ja, nicht ist doch, Strom ist an, meine ich. Ja, ja, Strom ist an. Ja, hier ist kälter. Ich komm mal kurz nochmal über die Kamera ab. Wie hieß die gute Tante noch? Dorothy Martin. Im Flur ist noch genauso kalt wie in der Garage. Dorothy Martinez, bist du hier? Bist du ein Kind? Können wir dir helfen? In die Küche vor sind drei vier. Dorothy, bist okay, du hier? Ich werde nochmal eine Kamera aufstellen. Etwas mein Gedanke. Bist du hier, Dorothy? Können wir dir helfen? Dorothy. Dorothy! Na klar, geh jetzt erstmal aufs Klo. Dorothy Martinez. Bist du hier? Ich hatte gerade den Dopf im Flur auf den Boden gelegt. Ich dachte, wir hatten schon Dopf. Ja, aber um zu sehen, ob er da lang rennt. Dorothy, wir bist du Box hier? Wir haben Box in der Küche. Wir haben Box in der Küche. Bist du hier, Dorothy? Dann fällt Gefrier raus, dann sind es nur noch Fingerabdrücke, Orb oder EMF. Kannst du meine Kamera ein bisschen zurückstellen, in Höhe der Treppe ungefähr rein in den Flur gucken, in die Küche? Ich bin gar nicht mehr drinnen gerade. Also quasi in die Küche guckt. Sie singt! Ich glaube, ich habe einen Orb. Sie singt! Ich glaube, ich habe einen Orb auf der rechten Seite gehabt. Das ist doch gar keine Hand. Wieso? Hat er die Tür zugemacht? Sie singt! Aber wo? Sie hat mir hier an der Treppe ins Ohr gesingt. Okay. Bist du hier, Dorothy? Oh. Gewesen seid, dass Jörg ein Stück in die Kamera rein ist oder so im Licht. Dorothy Martinez, bist du hier? Dorothy. Küche, Dreierwert. Ja. Ja, hier ist kein Fingerabdruck. Hier ist ein Fingerabdruck. Falls du eine Kamera hast. Haben wir Fingerabdruck an die Fenster? Ah, ich wollte gerade nach mobile Ort suchen. Fingerabdruck ist ein Phantom. Ist Phantom. Sind wir denn in Afrika? Ja, nicht viel Pfilde. So, jetzt können wir entweder rein für Fotosession oder fahren. Wollt ihr unbedingt das Phantom fotografieren? Nö, nicht nur. Ich meinte gar nicht mal unbedingt das Phantom. Das löst sich eh auf, wenn wir es fotografieren. Ja, aber löst es sich auch beim Hand auf? Also laut Jesse, ja. Aber ich schreibe das an. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Nee, ich dachte eher an Voodoo-Puppen oder aber so. Aber extra. Ja, da hinten lief sie gerade. Ja, da hinten lief sie gerade. Als wenn sie zickzack durch jeden Raum läuft, ne? Ja, ja. Gegenüber vom Badezimmer, der Wascheraum da irgendwie. Genau, genau. Ich hab doch in der Box gesagt, I'm behind you. Oh. Genau da, wo hat er jetzt eigentlich auch weibliche und männliche Stimmen?
Ja. Vom Geist? Verschiedene. Okay. Ja. Ganz cool. Aber was ich geil fand, war halt wirklich, wo er anfängt. Was ich geil fand, war, wo er, wie gesagt, angefangen. Mir kam die Melodie so bekannt vor und das war dann wirklich Freddy da, das der Freddy-Reim. So, alles eingetragen? Warte. Ja. Welcome back. I've prepared some jobs for you.